Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zum Unboxing von den Devolo-Produkten. Ich denke mal, ich werde hier ein Unboxing machen, ich mache zwei Unboxings, ich mache eins, weil das ist ja nur ein Gerät, denke ich mal. Und ich habe euch im versauten Vor-Unboxing ja versprochen, dass ich nochmal meine Textdateien durchforste, weil ich habe mir das extra abgeschrieben gehabt und Windows macht nämlich gerade kurzzeitig einen Neustart gemacht und da konnte ich mal schnell nochmal nachgucken, bevor wieder in die Installation drin ist und nichts macht. Und zwar nennt sich das MIMO Multiple Input und das ist so, dass der jetzt die drei Phasen benutzen kann. Die erste habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil im Haushalt sind drei Phasen und bei dem ersten Stromteil, was ich auch für einen AVM habe, was unter 1200 war, bei AVM und jetzt die Devolo, die sind vom Chipsatz, sollen die wohl alle gleich sein. Aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben gehabt, weil das war, also mich interessiert nicht, was für ein Chipsatz drauf ist. Mir steht, was mich interessiert, dass das auch das macht, was das machen soll. Natürlich, die 1200, die stehen für 1,2 Gigabit. Ich hatte auch die 500, da hatte ich ja schon, von AVM. Da stand zwar Gigabit, aber kam halt auch nicht komplett durch, was komplett sein sollte. Also da hatte ich dann ganz schön Verlust manchmal. Neutralleiterphase wird jetzt mit benutzt. So. Nee, Schutzschalter wird jetzt mit benutzt und früher war der Neutralleiter und die Phase. Und weil drei Phasen im Haus sind, wenn wir hier auf Phase 1 sind, im Schlafzimmer auf Phase 2, war dann immer so ein bisschen Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Phasen und dadurch etwas langsamer. Jetzt habe ich das euch aber sagen können. Ich mache erstmal das, ich mache doch ein einzelnes, machen wir erstmal zu dem Kleinen hier und dann mache ich nochmal ein größeres Unboxing-Video zu den beiden einzelnen, weil das ist ja ein Starter-Set, das ist nur eine Erweiterung, deswegen, ich mach mal, aber mit der Erweiterung fange ich an. Sorry, ich bin heute echt nicht auf der Höhe. Ist nicht mein Tag heute. Meine Mutter ruft auch schon wieder an. Wie gesagt, ich packe das jetzt erstmal alles aus und dann gehen wir das mal durch. Oh, der ist ja ein schön schwer. Und 3 passt eigentlich auch ideal in mein Netzwerk rein, so wie ich es jetzt auch gerade habe. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich das Netzwerk mit euch dann zusammen anschließen werde. Das werde ich nämlich im Hardware-Video auch noch gleich machen nachher. Dann werden wir das alles mal zusammen anschließen. Und wenn ihr jetzt praktisch zu eurem Starter-Set, ich habe vergessen, die Kamera runterzumachen, zu eurem Starter-Set jetzt noch ein zweites Modul holen wollt. Das ist dieses hier. Das könnt ihr dann hier ganz normal einbinden. Da bekommt ihr praktisch das Modul. Ihr bekommt eine Karte. Ihr bekommt hier auch nochmal Devolo. Und hier stehen auch nochmal so einige. Jetzt auch über... Ah, okay, deswegen wegen App. Okay. Aha. Also die haben wohl noch mehr tolle Produkte. Da muss ich echt mal gucken, was ich da noch Schönes finde. Und hier haben wir dann noch eine Bedienungsanleitung. Aber ich denke mal, das wird selbsterklärend sein. Deutsch ist Seite... Ist gleich Seite 1. Ja, die kommen ja aus Deutschland und dann ist natürlich Deutsch auch Seite 1. Wie geil ist das denn? Ach, da hinten ist der Wi-Fi-Key. Den sollen wir uns aufschreiben. Okay. Ach so, das ist jede Seite steht hier drin. Ah. Verbinden, okay. Den Wi-Fi, notieren Sie sich den Wi-Fi-Schlüssel um den Wi-Fi-Adapter. Aha, okay. Schalten Sie DLAN, circa 50, was?
Stecken circa 50 Sekunden. Okay. Gut. Gut, dann würde ich sagen, das war jetzt auch soweit zum Unboxing. Wie gesagt, eins noch dabei. Ist wieder schon viel zu lang, aber das muss ich euch noch zeigen. Wirklich, das ist so. Ihr habt hier ein schönes Bild und dazu dann gleich alle Sprachen. In kurzen, prägnanten Sätzen können wir da durchlesen, was wir machen sollen. Und das ist richtig geil. Wartet mal, da muss ich mal die Kamera noch ein Stück rumholen, um euch das ein bisschen besser zeigen zu können. Weil normalerweise kenne ich das nicht so, dass es so ist. Normalerweise ist denn, wenn, kann man froh sein, wenn überhaupt mal ein Bild mit bei ist. Und hier ist es ein schönes, großes Bild. Wir werden auch gleich noch die anderen Bilder durchgehen. Und alle Sprachen. Also ich brauche jetzt nicht hier durchsuchen, wo ist Deutsch, wo ist Englisch, wo ist Französisch. Nein, ich habe auf der Seite, so, jetzt machen wir mal die nächste Seite. So, hier seht ihr auch wieder ein schönes, großes Bild, was eigentlich sehr übersichtlich ist, was schon aussagekräftig genug ist. Und hier steht wieder Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, das müsste Portugiesisch sein und Italienisch, glaube ich. Primpisi. Die haben ja eine Sprache. So, dann haben wir hier, ich gehe mal jetzt einfach ein paar Seiten weiter. So, gehen wir kurz vor Ende. So. Und da haben wir dann auch noch mal ein Bild und hier noch mal alles beschrieben. Also das finde ich geil. Also das finde ich, also da ist übersichtlich, weil ich brauche jetzt hier nicht irgendwie mir Deutsch suchen. Ich kann hier wirklich Seite für Seite vorangehen und habe da halt meine Stichpunkte und meine Erklärung und das in Deutsch und allen anderen Sprachen. Finde ich eine sehr geile Lösung. Finde ich sehr toll. So, wenn wir das hier nochmal komplett auspacken, hier haben wir jetzt nochmal so eine Schutzfolie drum. Das seht ihr vielleicht. Und hier unten haben wir dann halt zweimal LAN. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Oh, ist doch geil. WLAN. Ganz schön groß. Hätte ich gar nicht so groß gedacht. Hier steht mein Netzwerkschlüssel. Muss ich mal so machen, dass ihr das nicht seht. So. Da seht ihr praktisch den Netzwerkschlüssel. Ne, wartet mal. Muss ich so machen. Da steht Netzwerkschlüssel. Und darunter steht dann auch mein Netzwerkschlüssel. Den will ich natürlich jetzt nicht hier offenlegen. 230 Volt, 16 Ampere, maximal 3600 Watt. Aha, okay. Finde ich cool. Finde ich gut. Hat ja ein schönes Gewicht. Aber wie gesagt, hier sollen die gleichen Chips bei dem 1200er wie bei AVM. Also einer sagt, also ich habe mit mehreren geschrieben, um mich erstmal schlau zu machen, die jetzt so ein 1200er benutzen. Und der eine sagt AVM, der andere sagt Devolo, der andere sagt, es ist gar kein Unterschied. Und dann habe ich mal so die Spezifikationen gegoogelt und hast nicht gesehen, ist hier genau der gleiche Chipsatz drin wie bei AVM. Also daher denke ich nicht, dass das einen großen Unterschied macht, was man holt. Nur im Preis spiegelt sich das. Ja? Da ist Devolo, glaube ich, sogar ein Stück teurer. Und hier, ach, da steht so ja Devolo drauf. Und ganz dezent, seht ihr das? Ganz dezent. Aber man kann es sehen, wenn man will. Finde ich ein süßes Gimmick. Sowas finde ich toll. So, aber ich will jetzt hier erstmal auch Schluss machen mit dem Video. Wir werden uns dann gleich im nächsten Unboxing-Video wiedersehen. Und dann natürlich zum kompletten Starter-Set. Und dann werden wir auch natürlich nachher alles anschließen und dann werde ich das mal eine Weile testen und dann kann ich euch auch noch ein Fazit-Video dazu natürlich machen. Ich will ja auch ein Fazit-Video machen und mal gucken, vielleicht kann ich auch mal gucken, dass ich meine Verbindungsgeschwindigkeit irgendwie unter den einzelnen Geräten auch noch irgendwie teste. Bis dahin sage ich jetzt erstmal Ahoi, sagt euer Odin.